So Leute, hallo und herzlich willkommen zu Tag 2 von den Hamburg Holidays. Ja, ich habe mehr oder weniger gut geschlafen. Ich bin um 2:30 irgendwann, habe ich zuletzt auf die Uhr geguckt. Und 5:30 war ich schon wach, wach und geschlafen, wach, immer im Wechsel, weil das sind so schmale Bette, Mann. Und also 2 Stück. Und ich bin zweimal fast runtergefallen, weil ich das nicht gewohnt bin. Genau. Und aber ich würde schon sagen, dass der Schlaf erholsam war, soweit. Wir müssen in, gut, wir haben gesagt, in 2 Minuten an den Bikes. Und ich muss mich deswegen beeilen, weil ich habe gestern so einen Spruch gedroppt. Wahrscheinlich hält sich eh keiner dran, aber ich habe gesagt, wer zu spät kommt, zahlt's Frühstück, damit ja keiner zu spät kommt. Mal gucken, ob die Jungs da sind. Und heute werde ich übrigens so machen, ich werde die GoPro wieder an den Helm klatschen, sodass ich auch unterwegs mehr Aufnahmen machen kann, weil gestern war es wirklich so, ich habe die GoPro halt in der Tasche und kann nicht jedes Mal das Ding rausholen. Auch wenn die Aufnahmen so geiler sind halt, ne? Wenn du nur die Kameras und nicht direkt am Helm, weil du dann nicht immer mein Bike siehst. Aber wir schauen mal, was draus wird. So, dann schnappe ich mir meinen Helm, meinen Pulli und mein Handy, ganz wichtig. Und dann geht's zu den Bikes, Baby. So Leute, die Pferde sind aufgesattelt. Ich bin wieder hier im Helm unterwegs. Schon ein bisschen ungewohnt, wieder hier aus dem Helm aufzunehmen. Ja, wir sind unterwegs in der Gruppe. Ihr seht es auch im Rückspiegel. Zum Frühstück. Wir sind, glaube ich, 11 Mann. 10 oder 11. Ich weiß nicht, ob die es vorher abgeklärt haben, ob wir da auf jeden Fall auch Platz finden, weil in Hamburg ist ja alles voll wegen den Harley Days. Aber die Jungs werden das schon regeln, die Einheimischen hier. Worum ich euch noch bitten würde, ist, schreibt doch mal gerne in die Kommentare, was ihr besser findet. Findet ihr hier diese Perspektive geiler? Vorteil ist halt, ne, ich habe die Kamera quasi immer am Mann, kann jederzeit auf Aufnahme drücken, wenn was passiert oder auch hier während der Fahrt und so. Und dann seht ihr das, wenn ich die Kamera halt quasi in der Tasche habe und immer wieder mal raushole während der Fahrt, dann gibt es halt auch Situationen während der Fahrt, wo ich sie nicht rausholen kann, weil ich halt beide Hände am Lenker brauche. Ne? Ich meine, in Zukunft kommt hier noch eine Tasche dran, dann ist sie noch einfacher der Zugriff auf die Kamera. Aber was gefällt euch besser? Dann werde ich halt während der Fahrt auch nicht so viel reden. Ne? Also hier und da kann man ein bisschen was reinrufen, wenn was Wichtiges zu sagen ist. Aber ansonsten ist der Fahrtwind und alles zu stark, denke ich. Ne? Aber rein von den Aufnahmen her, glaube ich, ist es geiler, wenn man nicht so viel Motorrad sieht. Aber wie gesagt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Ich muss sagen, wir fahren heute sehr, sehr gesittet durch die Gegend. Ne? Ich habe auch die Musik aus, so. Mir brummt immer noch der Schädel gestern. Musik, die ganzen Auspuffgeräusche, Tunnel, dies, das. Hat seine Spuren hinterlassen. Also es hat noch eine halbe Stunde, Stunde gedauert im Hotel, bis mein Kopf aufgehört hat zu klingeln. So, jetzt aber, ich muss echt mal was jetzt essen, denn ich spüre schon, wie ich abnehme. Sage ich euch, wie es ist. Ich habe extrem Hunger. Ich habe nur eine 200 Milliliter, 250 Milliliter, so eine halbe kleine Flasche Cola abends noch im Zimmer gehabt. Die habe ich getrunken. Also ich bin am Verdursten und am Verhungern. Da muss jetzt auf jeden Fall Energie getankt werden. Die Maschine, die ist noch versorgt. Der Magen ist noch halb voll. So Leute, Frühstück ist auch da. Aperitif, Orangensaft habe ich mir schon gegönnt. Jetzt schön noch Frühstück. Chai und richtig in den Tag starten. Laufen wir rein, weil der eine Kollege einen Spiegel braucht. Mal gucken, wie weit er ist. Gehen wir mal rein, schauen, ob er schon einen gefunden hat, ob er schon Kontakte geknüpft hat. Bilo, hast schon einen Spiegel? Nur wegen dir. Nur wegen mir. Hier, Ockern. Ich bin bei 120 abgefahren, Digga. Er ist 120 auf der Autobahn gefahren, bevor wir uns getroffen haben, gestern. Und er ist mit 2 Spiegeln losgefahren, aber nur mit einem angekommen. Und jetzt suchen wir einen Spiegel für ihn.
So Leute, da drin steht eine Bossos. Die haben mich gerade gerufen. Ich glaube, die schmeißen die mal an. Oder nicht? Ja, wäre das nichts für dich? Ey, ganz ehrlich, ich würde die mal gerne mal fahren. Aber Digga, die sind zu teuer. Digga, du hast einen Wendekreis wie ein Bus. Egal. Was? Du musst ja mal tanken dann. Ich fahren. Fährt sich das? Moment, ist gekauft. So Leute, jetzt geht's Bosshaus-Action. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Der muss erstmal die 10 Benzinpumpen anspringen lassen. So, die Jungs machen sich ready. Jetzt geht's zu den Hamburg Holidays und jetzt schlendern wir mal so richtig rum. Und vielleicht fahren wir auch mal Riesenrad, oder Ivo? Hätt schon Lust drauf. Aber nur wie bei der Leine. Digga, das habe ich mir gerade gedacht. Alleine, du, ich schwöre dir, schön romantisch. Genau. Mit dem Handy bisschen Musik. So, ich habe die Maschine abgestellt. Die Jungs sind noch am Parken. Geile Mann bei den Hamburg Holidays, dass man einfach mit den Bikes reinfahren kann. So. Hey, jetzt versperren wir ein bisschen den Weg. Hier, man fährt rein, stellt seine Maschine ab. Hier sind wieder unsere Bikes. Hier Batman Edition, Orange Art Edition.
Americano Mayans Edition. Alle am Reinfahren. Und hier die geilste Maschine auf dem Planeten. Hier Okan, Volkan wollen unbedingt sehr primitiv hier den Bootsautomat nutzen. Nee, ich bin nicht dabei. Okan macht das. Du auch, Bruder? Hä? Ich spreche für meinen Cousin und gegen dich trete ich an. Ich filme das ganze Spektakel. Sie kehren euch beide. Was denn? Jeder, Digga, wir jeder sind muss. Eine Familie, Digga. Aber jeder muss. Okan tritt für meine Familie an, rette die Familie in ihre Ops. Ich war schon 8-mal im Training in den letzten 2 Monaten. Ich kann nur gewinnen. Große Töne von dem Herausforderer aus Urfa. Genau. Schrägstrich Mannheim. Der ist meine ich natürlich. Komm, Ogi, hau rein. Bruder, das wird richtig unangenehm. Lass doch auf die anderen warten, nein, oder? Nein, Masse macht den Vortritt. Nee, du, Digga. Nein, du machst, du fängst Gas an. Gas geben. Aber lass die Maschine halten. Wer hat das? Ich wollte gerade sagen, ich krieg nach vorne. Ja, das viel besser war. Nein, bitte einfach. So. Aber, sie haben nicht getroffen. Nein, ich hab den Automaten wieder zurückgeben. Ach so. Also, Leute und ich haben es gestern noch ein bisschen probiert. Oh. Was hattest du? Ja, peinlich, Bruder. Was hattest du? Bruder, wenn du noch mal. Maschine, Alter. Maschine. Aber weniger als Okan, der Wichser. Okan ist direkt durchgezogen. Er hat mir seine Tasche gegeben. Ich hab verloren, Leute, ich hab verloren. So, Leute, zurück bei meinem wunderschönen Bike. Die Jungs warten hier. Und vorne ist der Okan und macht sich noch, lässt sich noch so eine Kette machen. Ja. Jetzt chillen wir hier mit dem Uhr. Grüß euch. Und den anderen Jungs. Und wenn der seine Kette fertig hat, dann drehen wir auf jeden Fall noch eine Runde und dann mal schauen, was. Haben wir was Festes geplant oder? Eigentlich nicht. Ja, Rang geht jetzt. Auch gut, auch gut. Mal was anderes. Ich weiß nicht, ob ihr mich vorhin verstanden habt, aber ich meinte, wir sind unterwegs zum Café to Fly oder so heißt es. Das ist am Flughafen so ein Café. Kennt man scheinbar hier in der Gegend. Ich glaube, wir sind letztes Mal sogar da vorbeigefahren. Ja, jetzt tanken wir nochmal auf hier mit den Jungs. Ich zeige euch das mal, konzentriere mich parallel aber auf den Tankprozess. Und ja, dann geht es gleich weiter. Wie ihr sehen könnt, habe ich mich übrigens entschieden, jetzt doch die Kamera vom Helm wieder abzunehmen, weil ich einfach die Aufnahmen viel geiler finde, wenn ich das Ding an der Hand halte. Wir satteln schon auf. Das war ein relativ kurzer Boxenstopp. Ich dachte, wir gönnen uns hier Kaffee und Kuchen, aber die Jungs wollen direkt danach essen gehen. Ihr seht schon, da macht es natürlich keinen Sinn, jetzt noch groß hier einen Kuchen zu essen oder so. Deswegen weiter geht's zum Lokal der Wahl. So Leute, jetzt hier im Schanzenviertel angekommen. Die Jungs parken noch. Wir haben hier einen Parkplatz gefunden. Helm lasse ich dran, denke ich. Das wird schon gut gehen. Und die anderen Jungs haben weiter vorne geparkt, direkt vor dem Eingang dort.
Aber da gab es nichts mehr, deswegen, ja. Ich laufe jetzt vor. Okan hat es möglich gemacht. Innerhalb von 10 Minuten haben wir einen Sitzplatz bekommen. Okan, bester Mann. Ja. Laden voll, draußen 30 Meter Schlange. Okay, kommt hier hin und für 15 Leute, nee, für 14 Leute Platz. Adam, Adam. Ja, so ist das. Für meine Leute nur das Beste. So, Essen ist gekommen. Jungs, Mädels, guckt euch das an. Deswegen warten die Leute auch schon draußen. Richtig gut. Und jetzt wird reingehauen. So Leute, der Tisch ist leer. Essen ist geschafft. Wir sind voll, Alter. Man kriegt ja immer so Brot und so Messer immer vorher. Damit haben wir uns schon alle voll gefressen. Und ja, das Essen wurde dann reingestopft, weil es bezahlt werden musste. So, die Jungs sind auch fertig. Und jetzt geht's raus, baby. Ja, schöner Grill, wunderbar. Ist wirklich ein richtig guter Laden. Guck mal, draußen immer noch Schlange hier. So. Wahrscheinlich würden wir immer noch draußen warten, wenn Okan nicht sein Vitamin B hätte spielen lassen. So Leute, jetzt hier. Runde beendet und so, Schanze sage ich, alles. Und jetzt steigen wir auf und jetzt geht's zurück zum Hotel. Aber vorher habe ich noch was vor. Hey, was geht in der Kabine, weil im Zimmer an sich ist kein Licht, ne? Da ist nur romantisches Licht und hier im Bad ist das geilste Licht, deswegen. So, wir sind inzwischen im Hotel angekommen. Ich war jetzt hier nochmal duschen, habe mich fresh gemacht. Wir ziehen uns gleich wieder an und dann geht es wieder auf die Bikes, würde ich sagen. Wir sind wieder bei der Hamburg Holidays, jetzt ein bisschen leer, ne, wie ihr sehen könnt. Aber zwei Leute sind dazugekommen von Ibo, deswegen sind wir nochmal vorbeigefahren. So Leute, die Jungs machen sich fertig, die Pferde werden gesattelt und wir gehen jetzt ab zur Reeperbahn. Hier ist nämlich tote Hose. So, die letzten Leute sind versorgt mit Essen und zwei Leute kapseln sich jetzt ab, gehen ins Hotel, die sind müde und der Rest, mit denen drehen wir jetzt nochmal eine Runde durch den Kiez, durch die City und machen ein bisschen Radau. Die Uhrzeit sage ich lieber nicht. Aber hier, alle Maschinen noch da, keine abgezogen, wunderbar. Oh. Guck mal, eine Panigale neben mir. Eine rote Schaf dabei. Ja. Ja. Eine Panigale neben mir. Die sticht raus mit der Farbe, sag ich euch, wie es ist. Aber Koffer. Ja, oder sein Fußrasten. Oh, mach mal ein bisschen Lappen. Das ist Junkies da. Willst du jetzt mit denen rumhängen? Ja, Digga, trotzdem. Ich will machen. Aber mal Zinsatz. Ja, so alles umsonst. Digga, ich hab's leider nicht auf Kamera, Alter. Da ist aber, wir wollten gerade losfahren. Mein Recep, die Maschine, ist so ein scheiß Junkie gekommen, Alter. Und hat einfach so zack, zack, zack an seinem Lenker gemacht. Und hat die Maschine umgeschmissen. Also quasi dadurch hat Recep dann das Gleichgewicht verloren, weil er den abwehren wollte. Und jetzt gucken hier die Kopf. Ne? Ist ein bisschen schwer zu sehen, aber jetzt checken die den Schaden ab. Ich meine, was ist bei einem Junkie zu holen, aber ultra lost, Alter. Oder ich meinte gerade schon. Wirklich, ich habe ein ungutes Gefühl, ich will nach Hause. Weißt du? Eine Minute später ist das passiert.
Unnötig. Guck mal, der hat die Maschine neu. Und jetzt so ein Scheiß, Digga. Marcel, komm mal her. Hä? So, ich habe gerade die Maschine begutachtet. Und mit den Jungs. Und scheinbar ist nichts weiter dran. Sturzbügel natürlich, ne? Er hat aber die Highway Packs noch an den Sturzbügel. Die haben Kratzer. Aber ansonsten ist schon alles gut hier so. Sollen wir schon mal ins Hotel fahren? Ja. Ogi, Urabin? Ja. Hier unten. Ihr seht es wahrscheinlich nicht, aber hier auf dem Highway Pack. Ja. Und sonst ist da nichts großartig. Hier, ne? Hier. Wie ich da runterkomme. Aber halb so wild. Oh, ich fahr doch jetzt hier den Schiff hin. Wie ein Behinderter ist der da dahin, Alter. Wir wollten jetzt einfach nur eine Runde drehen und dann sowas. Und dann ist er noch wie ein Verrückter weggerannt, ne? Und die Jungs sind dem noch hinterher. Freunde, der Typ haut ab. Der Typ haut gerade ab von uns. Polizei, ne? Die waren innerhalb einer Minute waren die am Start, ein, zwei Minuten. Hier, ihr seht es wahrscheinlich nicht, aber hier quer über die Straße, links, rechts ist der gerannt. Die sind ihm hinterher gerannt, haben ihn geschnappt. Übel. Im Hotelzimmer angekommen, Leute. Ich bin richtig am Arsch. Wir haben jetzt kurz vor halb zwei, halb drei. Wir waren jetzt noch an der Hotelbar, beziehungsweise da in der Chill-Area. Hotelbar hatte schon zu, wir haben einfach gequatscht. Und um 10 Uhr ist unten Treffpunkt, beziehungsweise Abfahrt. Das heißt, ja, da sind nur noch theoretisch gesehen 7,5 Stunden. Ich werde jetzt noch schnell in die Dusche springen, mich hinlegen und dann einfach einratzen. Ratzfatz, ich bin brutal müde, Alter. Und morgen früh werde ich dann hier aufräumen und ja, alles Mögliche. Ich muss hier... Das Tourpack habe ich ja mit hochgebracht, weil ich keinen Bock hatte, das ganze Wochenende damit rumzufahren. Das muss ich dann auch, das heißt, ich muss auf jeden Fall mindestens zweimal laufen. Aber das klappt schon. Das war's also von Tag 2.